und herzlich willkommen bei der FotoTV Challenge. Ihr habt vielleicht von der Idee schon gehört. Wir haben uns vorgenommen, vier Fotografen durch vier verschiedene fotografische Aufgaben zu quälen. Wir verlangen ihnen einiges ab. An einem Tag müssen sie diese vier Aufgaben durchlaufen. Und dabei haben wir ihnen einige Rahmenbedingungen vorgegeben. Sie haben als Motiv die Riders, ein American Football Team, auf deren Anlage wir hier stehen. Und sie haben bestimmte Vorgaben, was das Equipment angeht. In dieser Challenge, die Challenge heißt nicht zu Unrecht die Richter-Challenge, denn wir geben Ihnen Richter-Studio-Licht zur Verfügung. Und wir haben Ihnen außerdem einen Coach an die Seite gestellt, der selber viel mit Richter fotografiert, Eberhard Schul. Eberhard, was werden wir den Fotografen hier als Aufgabe stellen? Also hier als Aufgabe ist natürlich Still Life, wenn ich der Coach dazu bin. Und wir haben uns heute hier überlegt, die Details auf den zweiten Blick abzuverlangen. Also nicht das, was ich vordergründig sehe, sondern Ausrüstung, Equipment, kleine Dinge, die man auf den zweiten Blick erkennt, die schön zu inszenieren und mit gutem Licht ins Bild zu setzen. Besser hätte ich es auch nicht sagen können. Ungewöhnliche Still Life-Aufnahmen, die ihr heute hier realisieren wollt. Ich habe es schon angedeutet, wir haben ein ganz besonderes Equipment am Start, das die Fotografen auch verwenden sollen und dürfen. Ja, also klar, wir sind hier mobil, also haben wir auch ein mobiles Gerät, den Galuma. Und ich habe mitgebracht und zur Verfügung gestellt bekommen den Galuma Lithium, der eine Xenonlampe hat. Und die hat zwei große Vorteile. Erstmal hat sie kein Kunstlicht, sondern Tageslicht, arbeitet mit 5400 Kelvin. Und das zweite, sie leuchtet ohne Ende. Also ich komme mit einem Akkuladung etwa 6 Stunden hin. Und so, dass ich heute mit 2 Akkuladen den ganzen Tag volles Programm durcharbeiten kann. Okay, dass wir dieses Studio-Equipment oder dieses Equipment hier haben, haben wir einer Dame zu danken, der ich gerade sehr unfreundlich den Rücken zudrehen musste, um mit Eberhard zu sprechen. Frau Heller von Richter. Frau Heller, Sie haben die ganze Challenge, nicht nur diese hier, sondern das ganze FotoTV Challenge mit mehreren Ihrer Galumas, dieser mobilen Blitzanlagen ausgestattet. Und das war nicht leicht, denn die sind nicht so leicht zu bekommen zurzeit. Ja, wir haben im Moment Probleme mit der Fertigung. Wir können gar nicht so viel fertigen, wie wir liefern könnten, sollten, müssten und dürften. Also wir durften von Ihnen aus der Fertigung einige der Galumas mitbringen. Eberhard hat seine mitgebracht. Wir haben alles zusammengekratzt und so kommen die zum Einsatz hier in der Challenge und bei Martin Krolopp heute. Also herzlichen Dank an Richter. Die Kandidaten, die wir durch die Aufgabe hier schicken werden, die stellen wir euch jetzt mal vor und dann sehen wir uns wieder, wenn der Erste mit seiner Umsetzung startet. Gut, ihr habt die Kandidaten der Richter-Challenge gesehen. Der Erste steht neben mir, Günther Meindl. Und Günther, du bist der erste Kandidat, hast also einen Tabula Rasa, was die Bildideen angeht. Und was hast du dir ausgewählt, was willst du fotografieren? Ja, wie gesagt, das Thema war eben auf den zweiten Blick. Ich habe einen Mundschutz genommen, der einfach irgendwie eine Sicherheit ausstrahlt und als Gegenpol eben den Rugbyball bzw. ein ziemlich schönes Tattoo und ja, und das Ganze eben in einem relativ engen Ausschnitt und mal sehen, was rauskommt. Okay, das Setup steht direkt hier hinter uns, vielleicht kann die Kamera da durchspingsen. Das Motiv sitzt dort schon. Sag noch ganz kurz was dazu, was du mit dem Licht machst. Ja, wie gesagt, es kommt leichtes Licht von hinten, um eben auf dem Ball schöne Schatten, schöne Rundungen zusammenzubringen, beziehungsweise um eben auf dem Mundschutz auch einen gewissen Schatten-Lichtspiel zusammenzubringen. Also Licht kommt von schräg hinten, das ist relativ ungewöhnlich. Genau, das Licht kommt von schräg hinten. Dadurch, dass es relativ trotzdem hell ist und das Ganze unter dem Zelt passiert, habe ich da schon ein relativ weiches Licht und darum möchte ich eben von hinten etwas Härteres hineinbringen. Okay, was dann dabei rauskommt, werden wir sehen, wenn wir uns nachher diese Speicherkarte ansehen. Die ist leer. Du hast jetzt, er hat genau 5 Minuten Zeit. Er hatte vorher 45 Minuten Zeit, sich ein Bild auszusuchen, auszuprobieren. Aber jetzt in 5 Minuten musst du das Bild auf die Speicherkarte bannen, das nachher in die Wertung eingeht. Viel Erfolg. Alles klar, danke.
Ja, pünktlich zum Ende der 5 Minuten ist die Sonne aufgegangen, Günther. Das ist ein gutes Zeichen. Der Helm fängt schon an zu glühen. Bist du zufrieden mit deinen Ergebnissen? Ja, ich denke, es ist eigentlich genau so geworden, wie ich es mir eigentlich vorgestellt habe und dürfte schon passen so. Ihr habt bisher Bilder gesehen, wie sie im Shooting auf dem Chip gelandet sind, also ohne jegliche Nachbearbeitung. Du hast in der, im Nachhinein noch die Möglichkeit, das Bild nachzubearbeiten. Was wirst du machen? Also ich habe nicht vor, sehr viel nachzubearbeiten, außer die gängigen Sachen wie Gradationskurven, Tonwertkorrekturen und dergleichen. Und ich werde wahrscheinlich noch eine kleine Vignette setzen, um den Blick noch zentraler eben auf diesen Mundschutz zu leiten. Okay, du warst das erste Mal Fotomodel. Genau. Wie war's? Ja, spannend. Ich lasse mich mal überraschen, was bei rauskommt. Ich habe sowas noch nie gemacht und freue mich einfach. Okay, was hattest du hier fotografiert? Das können wir noch mal ganz kurz am Leben Motiv sagen. Im Prinzip dieser Bereich, dies mit dem Mundschutz, das Tattoo und dazu noch einen Teil des Balles angeschnitten. Okay, ja, dann herzlichen Dank. Speicherkarte übergeben. 5 Minuten, alles was dabei passiert ist, ist hier auf dem Chip. Ihr könnt schon mal das bearbeitete Endergebnis sehen und wir sehen uns weiter mit dem nächsten Kandidaten. Ja, die erste Challenge ist durch. Die zweite fängt unter ganz anderen Umständen an. Wir haben richtig Sonne mittlerweile bekommen und holen uns einen Sonnenbrand dabei. Peter, dein Aufbau steht schon vor uns. Was hast du vor? Was willst du hier bauen und machen? Ich mache ein Stillleben hier, also Still-Life-Fotografie. Und zwar geht es darum, die Dinge am Rande zu zeigen, die bei Footballspielen möglicherweise nicht gleich so ins Auge stechen. Und da habe ich mir gedacht, so ein Mundschutz ist da genial für, weil der doch ein bisschen diese ästhetische Weise des Sportes ein bisschen zeigt auch. Ja. Und eigentlich wollte ich einen Mundschutz zeigen, der so ein bisschen sauber dran hat. Ja. Und das geht aber hier aus technischen Gründen nicht, deswegen nehmen wir nachher Wasser dazu. Aber ich habe die Kamera aufgebaut. Über den Helm ist der Bildaufbau nachher, also Mundschutz, Helm und der Spieler, der da im Hintergrund steht, der uns ein bisschen einen schönen Hintergrund dieses Football-Leben ein bisschen zurückbringt. Und dann haben wir den Himmel da hinten, der jetzt auch mittlerweile wunderbar blau ist. Und ich glaube, dass wir hier ein gutes Foto machen. Das sieht auf jeden Fall schon sehr danach aus. Erzähl noch ganz kurz, wir haben hier den Galuma von Richter angeschlossen. Was ist das für ein Reflektor drauf? Das ist jetzt ein Tube-Reflektor, glaube ich, so heißt der, der das Licht ein bisschen bündelt und auf den Helm bringt. Wir hatten vorhin ein Problem, dass wir die weißen Details des Helmes nicht so schön im Bild hatten, wie wir sie eigentlich haben wollten. Und deswegen haben wir dieses Licht aufgebaut und ich glaube, der Reflektor macht das richtig gut hier. Dann noch eine Sache, er ist zumindest, soweit ich das bisher sehe, der Einzige, der seinen Fanclub mitgebracht hat, der steht hier im Hintergrund. Also, die Emotionen gehen hoch und jetzt wollen wir sehen, was du auf die Speicherkarte bringst. Leg los. Okay, Körper ein bisschen, noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Okay, 5 Minuten sind rum. Peter, du hast dein Bild im Kasten. Ein Zuschauer fragte mich gerade, mit was für einem Objektiv du gearbeitet hast, weil du so nah dran bist. Ich habe ein 12-24mm Sigma. Das ist eigentlich ein sehr, ich glaube, das einzige Objektiv für eine Canon-Kamera, die, oder eine Vollformat-Kamera, muss man besser sagen, die so einen Weitwinkel noch bringt, ohne in den Fischei-Effekt überzugehen. Wobei man schon auch ein bisschen Fischei-Effekte damit produzieren kann, indem man da sehr dicht an so ein Motiv rangeht, wie das jetzt hier. Okay, ihr seht erste Ergebnisse. Wir können euch auch jetzt einblenden, ein Bild, was er erst bearbeiten wird, damit ihr seht, was man aus dem Bild noch rausholen kann. Dein Fanclub ist, glaube ich, schon Kaffee trinken gegangen und du musst jetzt Autogramme geben, ne? Ja, genau, ich muss jetzt Autogramme geben, aber ich werde mir auch noch mal einen Kaffee gönnen. Und ich muss noch sagen, dass man also in den 5 Minuten hier vor Aufregung so viel vergisst, was man sich eigentlich vorher vorgenommen hat. Ja, und ich muss auch dem Eberhard danken, der mir hier doch ein paar kleine Tipps noch gegeben hat, die richtig gut waren. Und ich glaube, dass das ein Hammerbild werden wird jetzt. Vor allem, wo ich zum Schluss da das Wasser rübergekippt habe. Das war, glaube ich, der Bringer. Okay, ihr seht es schon. Herzlichen Dank. Wir sehen uns gleich mit dem nächsten Kandidaten wieder. Tschüss.
Wahre Größe hat in der Fotografie nichts mit Körpergröße zu tun, sondern mit Durchhaltekraft und mit einem steifen Nacken, ne? Weil du liegst immer am Boden und musst richtig arbeiten. Wir sind angekommen bei der dritten Challenge hier mit Eberhard Schui in der Richter-Challenge und ich möchte dich fragen, was hast du vor, was wirst du machen? Ja, ich werde einen Footballspieler von hinten fotografieren und zwar, ich werde unter den Schuh fotografieren. Dafür werde ich auch wieder mit Wassertropfen arbeiten, damit das Ganze ein bisschen frischer rüberkommt, den Rasen besprenkeln etwas. Unter dem Schuh wird Gras kleben, man wird vorne die Schuhfläche scharf sehen und nach hinten unscharf werden und dass man den Ball noch sieht, er hält den Ball an der Seite und das Ganze blitzen wir aus. Das klingt regelrecht lecker, wenn du von Wasser sprichst und von knackigem Grün. Wir sind gespannt, wie du das machen wirst. Ich gebe dir die Speicherkarte und du hast wie immer 5 Minuten Zeit, dein Bild zu machen. Heike, Karte her. Oh, die ist schwer. Wie viele Bilder sind drauf? 40. Hast ganz schön schnell ausgelöst, habe ich auch gesehen. Für die Zuschauer, wir sitzen hier vor Ort, weil wir noch darüber sprechen wollen, was für ein Licht du verwendet hast. Ja, und zwar, wir haben geblitzt, weil die Sonne ziemlich stark und hart war und wir dadurch Schatten hatten am Schuh. Die haben wir dadurch aufgehellt und haben ein einheitliches Licht gemacht. Wir haben gegen die Sonne geblitzt, 90 Grad mit einem Normalreflektor, hartes Licht. Okay, du hast schon mal ein bisschen in deine Ergebnisse reingeschaut. Bist du zufrieden? Ja, ich denke schon. Die obligatorische Frage in der Nachbearbeitung, was wirst du typischerweise da machen? Ich glaube, das Gleiche wie immer. Ein bisschen nachbelichten, gucken in RAW, welche Richtung, ob ein bisschen heller, ein bisschen dunkler, Kontraste anpassen, das ist immer das, was ich eigentlich immer mache. Okay, ihr seht das Ergebnis der Bildbearbeitung jetzt. Ich danke dir für diesen Challenge-Beitrag und weiter geht's. So, ein letzter Location-Wechsel. Wir sind nach drinnen gegangen ins Vereinsheim der Riders. Martin ist der vierte im Bunde, der hier in der Richter-Challenge sein Bild machen wird. Die Speicherkarte steht schon bereit. Und Martin hat sich für eine völlig minimalistische Sache entschieden. Erzähl mal, was deine Bildidee ist. Ja, ich habe mir gedacht, ich mache noch mal was im Stil, im Tristesse-Stil, ja, der schon seit einiger Zeit sehr modern ist, so im Profibereich. Und deswegen habe ich mir hier eine Location gesucht, wo wahre Gegenstände im Hintergrund sind und nicht nur Rasen. Also Mut zum Schrammellook oder wie man das nennen mag? Ja, der Schrammellook ist das nicht unbedingt. Das ist mehr so eine, wie soll man das ausdrücken? Tristesse ist genau das richtige Wort. Es ist nicht schmuddelig und es ist auch nicht dreckig, es ist sauber, aber... es sieht einsam aus. Okay, wir wollen das sehen. Die weitere minimalistische Besonderheit ist hier, du hast dein Bild eingestellt, du brauchst eigentlich nur noch auszulösen, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja, dass ich ja das Licht, seit ich hier geprobt habe, schon wieder ein bisschen verändert haben kann, mache ich zumindest eine Belichtungsreihe von 3 Fotos und dann habe ich es aber auch im Kasten. Dann leg mal los. Da ist sie. Das ist die letzte Datei, die wir eingesammelt haben von der Foto TV Challenge. Alle Kandidaten in allen Challenges sind durch. Du speziell in dieser hier. Wie war's? Bist du zufrieden mit deinem Ergebnis?
Ja, war ja nicht, war mehr Vorbereitung als letzten Endes zu fotografieren, ja. Wenn man das alles vernünftig vorher macht, dann braucht man im Grunde nur noch 2-3 Schüsse, leichte Belichtungsreihe, ja, weil ja die, weil wenn mit Tageslicht gearbeitet wird, dann verändert sich ja das Licht immer noch. Aber dann ist es das auch und das und dann sitzt es. Was passiert in der Nachbereitung noch, um den Tristesse-Look noch rauszuarbeiten? Also ich glaube fast nichts. Ich würde eher noch, weil das Poster etwas schief hängt, würde ich wahrscheinlich mit einer leichten Verzerrung das nochmal gerade rücken. Alles andere ist sehr parallel. Es könnte aber auch sein, dass gerade das diese Tristesse-Geschichte wieder unterstützt. Ja, also das, da würde ich mich erst hinterher am Ende entscheiden, am Rechner. Ja? Okay. Ihr seht das bearbeitete Ergebnis schon. Du gehst rüber in den Raum. Die Challenge-Kandidaten müssen jetzt ihre Bilder aussuchen, die der Jury präsentiert werden. Und wir sehen uns gleich mit der Jury wieder, sodass wir gucken können, was die Jury von den Bildern dieser Richter-Challenge gehalten hat. Bis gleich. So, die Jury steht vor euch, die Jury der Richter-Challenge in der Foto-TV-Challenge 2011. Und ich möchte euch ganz kurz vorstellen. Bert Stefani neben mir. Bert Stefani seht ihr in einem anderen Film. Er hatte eine eigene Challenge. Er ist Fotograf aus Belgien. Ein kleiner, großer Star der Szene. Jede Menge Videos schon gemacht. Die Leute hängen ihm an den Lippen, wenn er was über Fotografie erzählt. Extrem fachlich versiert, um heute über Bilder abzustimmen. Ganz recht, Jörg von den Riders. Er ist zwar im Foto-TV-Team mittlerweile adoptiert worden, aber er ist einer der Coaches der Riders und hat das Auge des Sports. Er weiß, was für Situationen gibt es beim American Football und kann mit dem Auge insbesondere die Bilder sich anschauen. Und dann noch neben mir Michael Quack, Chef der Visual Pursuit Studios, selber Fotograf und unheimlich versiert, was Fotografie angeht. Wir hatten bei der Abstimmung ein Problem. Wir konnten uns auf zwei Bilder einigen, die wir für besonders gut gehalten haben. Innerhalb der zwei Bilder gibt es aber eine Unentschieden. Und die beiden fanden das Bild, was der Michael in der Hand hat, am besten. Und er wird euch erzählen, warum. Okay, das ist ein Bild, was die Tools of the Trade zeigt. Also die Bestandteile, die halt für einen Sportler wichtig sind. Das ist der Ball selber, das sind die Schuhe und es ist der Rasen, auf dem das Ganze stattfindet. Im zweiten Blick sieht man auch, wie die Rasenteile im Schuh wiederfinden. Das ist also ein Ding, was auf den zweiten Blick sehr, sehr viele Details über den Sport wieder zeigt. Und das war für uns wichtig und es ist ein verkaufbares Bild, was ich auch persönlich als aktiver Werbefotograf sehr praktisch finde. Okay, also die Details in diesem Bild haben euch inspiriert und überzeugt. Bert, you have the second picture in hand. Before we show it, we'll show you all the four pictures once again that have been submitted in the challenge. Wir zeigen euch nochmal alle vier Bilder, die in der Challenge angetreten sind. Und Bert kann euch jetzt zeigen, welches er davon oder welches wir beiden ausgewählt haben als unseren Favoriten. Well, I really like the other image too. It's a very commercial image. But this image, although it's graphically maybe not as strong as the other image, it speaks just a bit more to me because it has an intimate aspect to the picture. It's about like there's a person who's playing the sport, and I really like that aspect of this picture. It's colorful and it's has an intimacy to it that I'm not getting in the other picture. Okay, ihr habt Berts Meinung gehört, meine eigene. Ich war Teil der Jury. Darf noch kurz sagen, das sehr interessant an diesem Bild ist, dass es sehr viele Details gibt. Es ist wie ein kleines Suchspiel, in dem man einiges entdecken kann, wenn man dem Bild genügend lange zuschaut. Ich bedanke mich bei der Jury. Thank you to the jury. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Aber fertig sind wir noch nicht, denn ihr seid jetzt dran zu voten. Denn die Entscheidung dieser Jury, die geht nur mit ein in die Endausscheidung. Ihr habt es noch mit in der Hand zu entscheiden, wer die Richter-Challenge gewinnt, wer einen Galuma inklusive Equipment für, ich glaube, 1800 Euro wert gewinnen kann heute. Ihr habt die Möglichkeit, unter dem eingeblendeten Link für euren Favoriten abzustimmen, inklusive der beiden Bilder, die hier von der Jury nicht ausgewählt wurden. Also alles ist noch möglich. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Macht das. Danke hier. Danke an die Riders, die das Motiv abgeworfen haben oder die gerne als Motiv dabei waren. Danke
an die Jury, an den Coach, an die ganzen Mitmacher. Das war's von der Challenge 2011, von der Richter-Challenge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.